In diesem Video erkläre ich euch, was im Salamandergift enthalten ist und wie dieses wirkt. Viel Spaß! Salamander der Gattung Salamandra sind in Europa weit verbreitet, sie erreichen aber auch Nordafrika und den Nahen Osten. Hierzulande sind die wohl bekanntesten Arten einerseits der Feuersalamander und andererseits der Alpensalamander. Alle Salamandra-Arten produzieren giftige Hautsekrete mit Hilfe von epidermalen Drüsen. Diese Hautsekrete sind nicht zu unterschätzen, sie können auch bei größeren Säugetieren zu ernstzunehmenden Vergiftungssymptomen führen. Man hat relativ früh angefangen, diese Gifte zu erforschen. Allerdings sind die Erkenntnisse diesbezüglich auf viele kleine wissenschaftliche Publikationen verteilt. Aus diesem Grund ist es häufig schwierig, wenn man sich einen Überblick verschaffen möchte. Vor einiger Zeit wurde jedoch eine Arbeit veröffentlicht, bei der man die wichtigsten Erkenntnisse diesbezüglich zusammengeschrieben hat. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Tim Lüdecke, der auch einer der Autoren dieser Arbeit ist und mir immer wieder mal interessante wissenschaftliche Publikationen zusendet, damit ich hin und wieder mal ein Thema habe. Das Gift der Salamander ist keineswegs zu unterschätzen. Es beinhaltet konvulsive Neurotoxine, die auch in größeren Säugetieren wie zum Beispiel in Hunden zu potenziell tödlichen Konvulsionen führen können. Von einer Konvulsion sprechen wir, wenn sich die Muskeln so ganz schnell hintereinander zusammenziehen und sich dann wieder relaxieren, sich anschließend wieder zusammenziehen und sich wieder relaxieren und so weiter. In Ratten und Kaninchen verursacht Salamandergift eine Atemlähmung. Selbst noch größere Säugetiere, wie zum Beispiel Pferde, reagieren auf das Gift mit Muskelkrämpfen. Das Gift hat zudem noch einen zytotoxischen Charakter, was offensichtlich auf Peptide und Proteine im Gift zurückzuführen ist. Außer diesen Proteinen und Peptiden besteht das Gift der Salamander zudem noch aus biogenen Amiden, wie zum Beispiel Tryptamin oder Serotonin, und aus Steroiden, wie zum Beispiel Cholesterol. Die wichtigsten Komponenten im Gift der Salamander sind hingegen die Samandarine, die wir zu den Alkaloiden zählen. Beispiele davon wären Samandarin oder Samandaron. Die im Gift enthaltenen Alkaloide zeigen zudem eine schmerzlindernde Wirkung. Aufgrund ihrer Toxizität sind sie hingegen im Moment zumindest noch nicht als Schmerzmittel geeignet. Wenn sich ein Salamander bedroht fühlt, gibt er diese Gifte in Form von Tropfen ab. Er kann sie aber auch auf eine Distanz von bis zu 2 Metern versprühen. Der Gehalt an Toxinen im Salamander schwankt mit der Jahreszeit. Am höchsten ist der Gehalt kurz vor Eintritt der Winterruhe. Die giftigen Hautsekrete der Salamander dienen nicht nur der Verteidigung, sie sind auch ein wichtiger Schutz gegen potenzielle Krankheitserreger. Zudem sind im Gift der Salamander bestimmte Geruchsstoffe enthalten, die die Tiere offensichtlich benutzen, um miteinander zu kommunizieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Teilt es in euren sozialen Netzwerken, das würde mich sehr freuen, weil ihr dadurch meinen Kanal unterstützen würdet. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert jetzt und aktiviert gleichzeitig rechts unten die Glocke, dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.